Vom 23. April bis 4. Mai wird in Animal Crossing New Horizons der Earth Day gefeiert. Anlässlich des Events gibt es einige Neuerungen im Spiel. Wir liefern euch die Übersicht. Sobald ihr das kostenlose Update geladen und installiert habt, erhaltet ihr per Post ein kleines Geschenk von Nintendo. Außerdem besucht euch Faultier Gerd ab sofort auf dem Stadtplatz eurer Insel. Im Gepäck hat er Samen von Pflanzen, die auf eurer Insel nicht heimisch sind und die ihr in eurem Nook-Shop nicht kaufen könnt. Schlagt also zu. Außerdem bringt Gerd Büsche ins Spiel. Insgesamt gibt es 11 verschiedene Sorten. Pro Besuch könnt ihr von Gerd 4 Arten kaufen. Momentan im Spiel enthalten sind die Gartenazalee, die Heckenazalee, die Abendhortensie und die Seehortensie, der Gelbduftblütenbusch, der Honigduftblütenbusch, die Pinkkamelie und Rotkamelie, Gelbhibiskus, Rothibiskus und die Stechpalme. Allerdings hängt Gerds Auswahl auch von der Jahreszeit und der Hemisphäre ab. Zu guter Letzt verkauft ihr bei Gerd Unkraut zu einem etwas besseren Preis als bei Nepp und Schlepp. Ab sofort wird Gerd immer wieder im Wechsel mit anderen Besuchern auf eurer Insel vorbeischneien. Büsche verhalten sich im Spiel ähnlich wie Bäume. Ihr müsst sie nicht gießen und ihr könnt nicht durch sie hindurchlaufen, sobald sie gewachsen sind. Je nach Sorte blühen die Gewächse zu unterschiedlichen Jahreszeiten. Umgesetzt werden die Büsche mit der Schaufel, die Blüten pflücken könnt ihr gar nicht. Tom Nook belohnt euch während der Earth Day-Feierlichkeiten mit Nook-Meilen, wenn ihr die während dieser Zeit verfügbaren Spezialherausforderungen erledigt. Zum Beispiel sollt ihr eine bestimmte Menge Büsche pflanzen. Wenn ihr Tom Nook nach dem Erledigen eines dieser Ziele ansprecht, wird er euch das Bastelrezept für den Heckenzaun schenken. Als Vorgeschmack auf kommende Inhalte kündigt Eugen im Museum nach dem Earth Day Update an, dass er nun auch Kunstwerke ausstellen wird, wenn ihr welche stiftet. Fuchs Rainer kann euch nämlich ab sofort an zufälligen Tagen am kleinen, abgeschnittenen Strandabschnitt im Norden eurer Insel aufsuchen und Gemälde verkaufen. Passt aber auf, keine Fälschung zu erstehen. Welche Büsche konntet ihr bei Gerd kaufen? Vielleicht sucht ihr ja einen Tauschpartner, um an mehr Sorten zu kommen. Schreibt einfach einen Kommentar und lasst ein Like und ein Abo da für mehr Berichterstattung zu Animal Crossing und anderen spannenden Videospielthemen. Wir wünschen euch ein schönes Earth Day Fest.